In diesem Video wollen wir uns die partielle Integration anschauen. Das ist die Umkehrung der Produktregel aus der Differentiation. Das heißt, wir wollen ein Produkt integrieren als ein Term, der schon fertig integriert ist, und ein weiteres Integral. Und das schauen wir uns jetzt in zwei Beispielen an. Schauen wir uns das erste Beispiel einmal an. Also wir wollen integrieren den Ausdruck x² mal e hoch x. Und da sehen wir sofort, das hat diese Produktstruktur. Und jetzt müssen wir das u und das v' identifizieren. Ja, also und hier in dem Fall ist es so, dass das e hoch x ja leicht zu integrieren ist. Und das x² ebenso. Aber wir müssen uns für was entscheiden. Und der Term x², von dem haben wir die Hoffnung, dass der verschwindet, wenn wir ihn differenzieren, während das bei dem e hoch x ja gerade nicht so ist. Wir nehmen diese beiden Teile vom Produkt und wählen jetzt eins als v' und dann nehmen wir mal das e hoch x, weil das leicht zu integrieren ist. Und dann dementsprechend als das u wählen wir das x². So, und jetzt machen wir eine kleine Nebenrechnung und überlegen uns erstmal, was die einzelnen Teile aus der Formel oben sind. Also wir brauchen erstmal das u', das ist ja gerade 2x, und das v rechnet sich hier einfach als e hoch x aus. So, und jetzt nehmen wir das und setzen das in die Formel ein, oben. Das heißt, wir müssen als erstes mal den ersten Term verarzten, also das u mal v. Das ist also x² mal e hoch x, minus, und jetzt schreiben wir noch das Integral hin, da haben wir u' mal v. So, also wir haben mit der partiellen Integration jetzt hier einen Term, der schon fertig ausintegriert ist, und ein weiteres Integral. Wir sehen, der Integrant des Integrals ist wieder von Produktform. Das heißt, wir haben hier 2x mal e hoch x stehen, also es ist wieder vom Typ Polynom mal e-Funktion. Nur, dass der Polynomteil, also dieses 2x, jetzt ein Polynom von niedrigerem Grad ist als das x². Und die Idee ist jetzt, dass wenn wir das Ganze nochmal weiter fortführen, also nochmal partielle Integration darauf loslassen, dass das Integral dann ganz einfach wird, weil das Polynom verschwindet. Das heißt, wir machen wieder wie eben. Das e hoch x schreiben wir als v', das ist wieder einfach zu integrieren. Und dann nennen wir diesen Polynomteil jetzt mal w. Und wir machen wieder als kleine Nebenrechnung, rechnen wir aus, was ist die Ableitung von w. Und was ist das Integral von v, also was ist die Stammfunktion von v. Das ist auch wieder einfach, hatten wir eben schon. V ist dann ist die Stammfunktion des e hoch x, und w', da kriegen wir gerade 2. So, jetzt wenden wir die partielle Integration auf das Integral an mit v und w. Und dazu schreiben wir erstmal den ersten Term ab, den haben wir ja schon fertig integriert. Und jetzt müssen wir das Integral mit der Produktintegrationsformel ausrechnen. Gut, das heißt, wir schreiben erstmal w mal v, also 2x mal e hoch x. Und dann minus jetzt das Integral von w', das ist 2, mal e hoch x dx. So, und jetzt sehen wir, da sind wir bei einem elementaren Integral angekommen. Das heißt, wir schreiben das einmal schnell um. Ist eine Konstante, die dürfen wir nach vorne vor das Integral ziehen, und dann haben wir das Integral über e hoch x da stehen. Das heißt, wir wollen nur die Stammfunktion ausrechnen, und das ist gerade e hoch x. Das heißt, wir kriegen folgenden Ausdruck, und weil jetzt kein Integral mehr da steht, plus Integrationskonstante. Kommen wir jetzt zum zweiten Beispiel. Bei der partiellen Integration ist es ja wichtig, dass man einen Integranten hat, der in dieser Produktform vorliegt. Und wir schauen uns jetzt mal ein Beispiel an, wo es nicht ganz so offensichtlich ist, wo das Produkt stehen sollte. Wir wollen den Logarithmus von x integrieren. Für den kennen wir noch keine Stammfunktion. Und im Vergleich zu der Formel für die partielle Integration sehen wir, der Integrant sieht erstmal nicht wie ein Produkt aus. Das heißt, das Erste, was wir tun müssen, wir müssen uns einen Integranten verschaffen, der tatsächlich ein Produkt ist. Und in diesem Fall schummelt man einfach noch eine 1 dazu. Das heißt, der Logarithmus von x ist ja dasselbe wie einmal der Logarithmus von x. Und dann haben wir da ein Produkt stehen, das wir integrieren können.
Die Frage ist jetzt natürlich wieder, was ist u und was ist v'? Offensichtlich wollen wir nicht, dass der Logarithmus v' ist, weil von dem kennen wir die Stammfunktion noch nicht. Das heißt, das Einzige, was uns übrig bleibt hier, ist es 1 als v' zu nehmen und das ln von x muss dann u sein. Okay, als Nebenrechnung rechnen wir jetzt erstmal wieder v und u' aus. V, die Stammfunktion von 1 ist x. U', das wissen wir aus dem letzten Kurs, da ist die Ableitung von u, also vom Logarithmus, ist 1 durch x. Und jetzt wenden wir einfach wieder die Formel für die partielle Integration an. Das heißt, wir brauchen als erstes v mal u, also x mal ln von x, minus, und jetzt haben wir da ein Integral stehen über x, also das v mal die Ableitung von dem u, also x mal 1 durch x. Das vereinfacht sich sofort zur 1. Das heißt, wir haben nur noch ein ganz elementares Integral da stehen. Und das können wir sofort ausrechnen. Dann bleibt am Schluss übrig x mal ln von x minus x plus Integrationskonstante, weil wir kein Integral mehr haben. So, also bei der partiellen Integration geht es immer darum, einen Integranten, der in Produktform vorliegt, zu integrieren. Dabei bekommt man einen Term, der schon fertig ausintegriert ist, und ein weiteres Integral, das dann hoffentlich einfacher geworden ist, dadurch, dass wir die Produktintegration angewandt haben.